Als erstes möchte ich euch eins unserer Kernfeatures vorstellen, nämlich den Bereich Straßen und Gebiete. Zu jeder Sternsinger-Aktion passt natürlich ein Pfarrgebiet. Zu jedem Pfarrgebiet gehören mehrere Straßen. Ihr könnt in der Sternsinger-App genau festlegen, von wo bis wo eure Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs sein sollen. Dafür gehen wir von unserer Übersichtsseite hier auf den Bereich Straßen und Gebiete. Ihr seht hier alle angelegten Straßen, die ihr schon vorher definiert habt, oder könnt neue Straßen festlegen. Wenn zum Beispiel eine Straße nicht nur in eurem Pfarrgebiet verläuft, könnt ihr hier über die Hausnummern festlegen, von wo bis wo eure Sternsingerinnen unterwegs sein sollen. Bei der Degengasse ist das hier mit 60 bis 68 definiert. Ihr könnt auch hier noch eine Notiz zu der Straße anlegen. Eine Notiz kann ganz unterschiedlich sein. Von da wohnt jemand aus dem Pfarrgebiet, der öfter die Messe besucht, bis hin zu Vorsicht, da ist eine Hundezone. Wenn man nun eine neue Straße anlegen will, drückt man hier zuerst auf Neu. Ihr könnt dann hier den Straßennamen eintragen und auch hier die Hausnummern definieren, von wo bis wo die Straße verläuft. Zum Beispiel hier von 1 bis 100. Könnt dann noch eine Notiz hinzufügen und könnt dann hier auch auf Karte zeichnen drücken. Hier könnt ihr dann genau festlegen, von wo bis wo der Straßenabschnitt verläuft, den ihr auch wirklich festlegen wollt. Wenn ihr hier auf Speichern und Schließen drückt, ist diese Zeichnung abgeschlossen. Straßen und Gebiete sind die Basis für die Planung eurer Sternsinger-Aktion. Später könnt ihr dann festlegen, welche Sternsingerinnen und Sternsinger welche Straßen und Gebiete auch besuchen. Daher ist es wichtig, zunächst die Straßen und Gebiete einzutragen und auch einzuzeichnen.